Hallo und herzlich willkommen zu den TNT Testness Tests. Heute mit Swiss Editions. Das heißt, wir reden jetzt nur noch Schweizerdeutsch. Genau. Das bedeutet, wenn euch Schweizerdeutsch nicht gefällt, schreibt in die Kommentare, wir machen es wieder Hochdeutsch. Genau. Und ja, wir haben einen sehr besonderen Film für mich getestet. Und zwar The Return of the First Avenger. Captain America 2 und... Nach dem Intro. Nach dem Intro, ich mit der Handlung. Genau. Super. I'm dynamite! And I will not fight! Also, jetzt zu der Handlung von Captain America 2. Im Film geht es eigentlich im Prinzip um die Sachen. Shield, das ist eine Agentengruppe von Leuten, die die Superhelden eigentlich sozusagen geheim halten. Die kommen sozusagen in jedem Superheldenfilm vor. Dann geht es um Hydra. Hydra kommt auch schon im ersten Captain America vor, das ist sozusagen wie Nazis, einfach dass sie die Macht vergöttern. Und Chaos, Krieg. Und das ist so die Macht der Götter. Und das könnt ihr auch nur mehr wissen, wenn ihr Captain America 1 gesehen habt. Und dann geht es noch im Prinzip also um den Captain America natürlich und den Winter Soldier. Der Winter Soldier ist der Gegner sozusagen in dem Film und es kommt nachher raus, das darf ich nicht sagen. Auf jeden Fall, der ganze Film geht eigentlich um diese Sachen. Es ist alles sehr gut aufgebaut und am Schluss ist einfach wirklich Shield ist am Schluss einfach der Gegner. Und das, es gibt so unerwartete Wendungen in dem Film. Und das war eigentlich schon die Handlung. Jetzt kommt der Ness und vergibt seine Punkte für den Film. Okay, jetzt zu meiner Punktevergabe und es tut mir wirklich leid, Tess, aber es sind halt nur 7,5 Punkte. Und das schafft Feinde. Ja, ich meine, was heisst nur? Es sind schon ziemlich viele von 10. Also. Ich dachte, die Bestrafung kommt erst nach dem Verbrechen. Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht wieso. Es hat mich einfach angeschissen, dass es 3D ist und nicht 2D. Ich meine, das ist einfach ein Film, den du nicht auf 3D machst. Das ist einfach, ja. Und, Schusch. Die Story ist eigentlich schon gut, es ist ein guter Film, aber es ist schon einfach. Es hat mich nicht so überzeugt. Ich bin auch nicht so ein riesen Superhelden-Fan. Also, tut mir wirklich leid. Und jetzt. Also, jetzt zu meiner Punktvergabe. Ich gebe dem Film 10 von 10 Punkte. Es ist wirklich kein Witz. Ihre Arbeit war ein Geschenk für die Menschheit. Ich finde jeden Superhelden-Film einfach Hammer. Für mich kann. Einfach, wenn ein Film Marvel macht, ist es für mich einfach. Bam, ich schaue den Film und ich weiß, ich finde ihn gut. Das ist für mich wirklich einfach, das ist meine, keine Ahnung. Wenn ich dort einfach, muss ich ins Kino gehen, weil ich weiß, 18 Franken lohnen sich. Auf jeden Fall 10 von 10 Punkte, die Story war Hammer, das Filmmaking war Hammer, okay, das 3D war nicht ganz gut gewesen. Aber wenn man das mit den anderen Filmen vergleicht, ich meine, es gibt tausende Filme, also, die blöde 3D-Effekte haben, aber die bekommen dazu keine schlechte. So, jetzt zum Gesamtteil. Und zwar geben wir dem Film The Return of the First Avenger 8,75 Punkte. Das wird aufgrund zu einem 9. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und wie man sieht, hat mein 7,5 Punkte-Ding gar keine Auswirkung drauf. Und ich entschuldige mich auch für all die, die jetzt das Scheiße finden, aber ich selber finde sie mir auch. Jetzt, wo ich nachgedacht habe, irgendwie ein bisschen tiefe Noten. Aber was gesagt ist, ist gesagt. Ja, ich würde mal sagen, Premiere, die erste Zehner in einem Film, das haben wir vergessen. Film der Woche, Captain Shield. America. Shield, und, Shield Captain America. Und Captain America. Absprungzone vor uns, Cap. Ich bin bei Shield, um Menschen zu beschützen. Captain Shield nimmt die Welt, wie sie ist. Und geht ihn einfach schauen. Er ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, gut, dann schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat auf Schweizerdeutsch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, vielleicht machen wir nächste Woche wieder auf Hochdeutsch. Okay. Tschüss. Ciao zusammen.